Fan sehen wollen und haben wollen. Ganz klare Aussage ist auch, weil das jetzt in den letzten ein, zwei Tagen auch vor allem in den sozialen Medien geschrieben worden ist, der Fan ist sicherlich nicht schuld an den Leistungen, die wir vor allem bei den letzten zwei Heimspielen erbracht haben. Auch das ist ganz klar. Wir haben uns ja schon dazu geäußert, dass die Kritik des Fans nicht immer förderlich ist. Das meinen wir wie folgt. Natürlich ist es erlaubt und auch gut, Kritik zu äußern. Das haben wir in der Rheinland-Halle auch schon gemacht. Das soll auch hier passieren, das ist auch weiterhin okay. Nur wenn die Kritik in Häme umschlägt, dann sind wir der Meinung, ist das nicht mehr förderlich für die Mannschaft. Und hier geht es eben, oder hier ist der Appell an die Fans, dass wir es hinbekommen müssen, dass wir am Spieltag den siebten Mann da stehen haben und dass wir 60 Minuten Gas geben müssen, vor allen Dingen auf dem Eis, aber auch auf der Tribüne. Und es darf bitte nicht in Häme umschlagen, weil Häme ist nie motivierend, das kann nicht motivierend sein. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass wir hier gestandene Eishockey-Profis auf dem Eis haben. Das sind mit Sicherheit keine Mimöschen. Im Gegenteil, wir reden hier über Eishockey, da gibt es mit Sicherheit andere Sportarten, da würde viel, viel weinerlicher reagiert. Das tun die Spieler sicherlich nicht, aber wenn wir nochmal davon sprechen, dass es Häme ist, Häme kann nicht förderlich sein. Also nochmal der Appell an die Fans, die Mannschaft zu unterstützen. Die Mannschaft ist jetzt gefordert, ganz klar, das weiß sie auch. Deswegen haben wir die Besetzung heute auch so gewählt, dass der Teil des Mannschaftsrats hier sitzen, aber dass auch mal ein Tim Hemble hier sitzt, weil wir wollen auch ganz klarstellen, wir haben eine Mannschaft, die besteht natürlich auch in Teilen aus Spielern von Übersee und die kriegen das genauso mit. Ja, da gibt es auch keine Sprachprobleme und Sonstiges. Die sind auch Teil des Teams und deswegen haben wir den Tim heute auch nochmal hier hingesetzt. Auch möchte ich klarstellen, auch da gibt es heftige Diskussionen, vor allen Dingen im Netz, mit einer Rücksprache mit Aufsichtsrat und Gesellschaftern. Der Trainer steht in keinster Weise hier zur Diskussion. Ja? Und der Trainer genießt das vollste Vertrauen der Krefeld Pinguine. Ja? Wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen. Ja? Damit fangen wir morgen in Bremerhaven an. Das ist ein Spiel, was wir natürlich gewinnen müssen. Da müssen wir den Bock umstoßen, dass wir das Spiel gewinnen. Und vor allen Dingen müssen wir ich habe gestern eine Mail an einen Fan geschrieben, den sogenannten Heimspielschalter umlegen. Und das bestenfalls schon am Sonntag gegen Mannheim, wobei Mannheim natürlich definitiv ein sehr, sehr schweres Spiel wird. Aber auch da nochmal der Appell an die Mannschaft. Die Mannschaft ist da gefordert. Ich bin aber der Meinung, dass wir jetzt den Bock, wie gesagt, umstoßen werden und dass wir auch die Heimspiele wieder gewinnen werden. Dankeschön. Ja, du hast die Spiele angesprochen. Herbert, du bist jetzt schon ein paar Jahre hier. Hast du so eine Situation schon mal erlebt? Wie ist die Stimmung im Team? Ja, natürlich, die Situation ist jetzt nicht einfach. Ich bin in meiner Karriere schon ein paar Mal in dieser Situation gewesen. Und natürlich sind jetzt schwierige Zeiten. Wir sind nicht zufrieden mit der Leistung und mit der Situation. Aber wir werden alles dran setzen, dass die Situation sich ändert und dass wir wieder zufriedene Gesichter sehen können. Daniel, warum habt ihr heute an die Fans geschrieben? Ja, ich glaube einfach, dass wir nur zusammen, alle zusammen, also nicht nur die Mannschaft zusammen, sondern auch die Fans und Trainer und Geschäftsstelle, nur wir können zusammen aus dem Schlamassel rauskommen. Wir wissen selber, dass wir nicht gut gespielt haben in den letzten Heimspielen und Wir machen den Fans absolut keine Vorwürfe. Also die sind nicht schuld, dass wir auf dem Eis nicht abliefern im Moment. Wir sind dafür verantwortlich, was auf dem Eis passiert. Und im besten Fall nehmen wir die Fans mit und bringen sie auf 180. Das ist das Beste. Aber wenn es mal nicht so ist, dann kann es auch von den Fans andersrum ausgehen. Ich hatte auch letztes Spiel, haben die Fans uns 40 Minuten oder 50 Minuten top unterstützt. Das war einfach nur am Ende, ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir machen den Fans keine Vorwürfe, dass sie schuld sind, dass wir zu Hause nicht gewinnen. Im Gegenteil, wir wissen selber, dass wir nicht gut spielen oder nicht genug, gut genug gespielt haben in letzter Zeit. Und wir wollen auf jeden Fall jetzt zu Hause, aber erstmal morgen gewinnen.
Wir sind noch voll im Rennen, wir sind voll dabei und ja, unser Ziel ist, die Playoffs zu erreichen. Tim, you have German lessons once a week, so you understand most of the singings of the fans. How do you feel towards the current situation? Yeah, I understand most of the stuff. A lot of us foreign players do as well. It's a hard situation for everyone involved. Ice hockey is a team game. I think Danny just said it. It's not just the 20 guys on the ice. It's the trainers, the office, and importantly, the fans too. I've played on a few different teams in Germany, and Krefeld has always had some of the top fans, and we need the fans behind us. We need to do it together, and we need the fans. They can only help us. Franz, in dieser Woche ist ein Artikel erschienen, in dem du den Fans die Schuld an der aktuellen Situation gibst. Wie war das wirklich gemeint? Ja, also da möchte ich wirklich, liegt mir ganz arg am Herzen, dazu sagen, dass sie natürlich die Fans in keinster Weise Schuld tragen, sondern es geht in allererster Linie, ist natürlich meine Aufgabe, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie eine Top-Leistung hier, egal in welchem Spiel, vor allem auch natürlich hier zu Hause für unsere Fans abliefert. Und ist natürlich, muss ich mich da auch immer wieder hinterfragen und mache natürlich auch in gewisser Weise da nicht immer alles 100% richtig. Ja? Und wir wissen natürlich, dass wir in den Spielen, dass das nicht die optimalen Auftritte waren und dass wir phasenweise auch wirklich nicht gut gespielt haben. Was ich einfach nur meinte, ist, dass es mir wichtig ist als Trainer, dass die Spieler, von denen ich ja überzeugt bin, ja, und dass ich auch weiß, dass die alle einen guten Charakter haben, dass die nicht verhöhnt werden. Ja, das ist, finde ich, weil das ist der Punkt, wo es da ein bisschen zu weit geht. Aber nochmal, mir ist echt ganz wichtig, dass es geht nicht darum, dass die Fans schuld sind, sondern wie der Daniel auch gesagt hat, wir wollen die Fans ja mitnehmen. Wir wollen den Fans ja Freude hier bereiten, dass sie hier hinkommen und Spaß haben, wenn sie uns spielen sehen. Ja, und da muss ich natürlich und wir alle zusammen, ja, alle, die für die Pinguine arbeiten, wir wollen das Beste abliefern, müssen uns immer wieder hinterfragen, wie können wir die beste Leistung hier, den besten Spaß in den Königspalast kriegen. Natürlich mit Siegen, aber natürlich auch mit Auftritten, wo wir gewisse Emotionen zeigen, wo wir eine gewisse Aggressivität haben und so weiter und so fort. Aber es gibt natürlich immer Punkte zu verbessern und das tun wir und versuchen wir immer weiter. Morgen tretet ihr in Bremerhaven an, am Freitag steht das Spiel in Iserlohn auf dem Plan, am Sonntag ist das nächste Heimspiel. Wie sieht es aus? Was macht die Verletztenfront? Wie geht ihr die Spiele an? Verletzt ist also Dragan wird weiterhin nicht dabei sein. Ist leider ist schade, dass er noch nicht spielen kann. Sonst haben wir natürlich Thomas Suppis, also nur Langzeit verletzt. Aber ansonsten haben wir eigentlich einen vollen Kader. Haben gestern war frei, heute haben wir ordentlich trainiert, nochmal ein paar Punkte versucht anzusprechen, wo uns in den letzten Spielen aufgefallen ist, wo wir einfach besser sein müssen, wie zum Beispiel, dass wir wirklich intensiver spielen müssen, konsequenter, näher am Mann sein müssen, ja, einfach ja, dem Gegner wenig Raum geben dürfen und wirklich von der Basis weg dann unser Spiel durchziehen müssen, weil nach wie vor bin ich überzeugt, es ist viel Talent in der Mannschaft, nur wir müssen immer an der Basis anfangen, alle zusammenrücken, jeder Einzelne muss erstmal mit mir natürlich angefangen, dass das Beste auf den Tisch bringen, um dem Team zu helfen. Ja, weil wenn das Team erfolgreicher ist, dann ist es auch für jeden Einzelnen leichter. Und dann werden wir auch nicht jedes Spiel gewinnen, aber einige. Wir haben für Sonntag 3500 Karten bisher abgesetzt. Mannheim kommt im Sonderzug. Gibt es Fragen der Pressevertreter? Wie viele Karten sind davon aus Mannheim? 900, glaube ich. Morgen wieder mit 6 Verteidiger? Sieht momentan so aus, dass wir mit 6 Verteidiger und
je nachdem, wir haben morgen nochmal Pre-Game Skate und wir alle, ob alle topfit sind, aber wahrscheinlich wird es 6 Uhr. Dann haben Sunny wieder. Also haben wir heute nicht. So haben wir heute. Vergleich zum letzten Spiel in Bremerhaven, was müsst ihr da anders machen? Ich meine, ihr habt da gewonnen, hier verloren. Ja, es waren zwei sehr unterschiedliche Spiele. In Bremerhaven war es ziemlich eng, also da haben wir schon 2-2 nach dem zweiten Drittel und da hatten wir sehr gut angefangen in Bremerhaven. Zweite Drittel war Bremerhaven dann stark und im letzten Drittel konnten wir das dann wieder für uns gestalten haben und da haben wir auch dann konsequent unsere Chancen genutzt. Ja, da haben wir, hier gegen Bremerhaven war es natürlich ein komisches Spiel, da hatten wir sehr, sehr viele Chancen, sind eigentlich 60 Minuten fast angerannt und haben dann ja, ein paar wirklich blöde Tore gekriegt. Wir müssen einfach schauen, dass wir einen Rhythmus in unser Spiel kriegen, sichere Defensive. Ja, wir wissen, dass Bremerhaven ist sehr konterstark. Ja, die werden wieder versuchen, uns auszukontern. Deswegen müssen wir Ruhe bewahren, nicht hektisch spielen. Ja. Aber trotzdem konsequent, vor allem auch in der eigenen Zone, ja, dass uns erstmal nichts anbrennt hinten und aus einer gesicherten Defensive dann raus, schnell hinten raus spielen, dass wir dann im richtigen Moment ja, die Fehler von Bremerhaven ausnutzen können. Und natürlich brauchen wir. Auf jeden Fall muss man im Vergleich jetzt zum letzten Spiel müssen wir einen besseren Zweikampf stärker. Es ist ja immer so in jedem Spiel, es gibt Taktik, es gibt System, es gibt alles Mögliche, aber wenn du keinen Zweikampf gewinnst, dann ist es schwer, ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und es wird morgen genauso wie am Freitag, es werden zwei absolute Kampfspiele. Ja, wir müssen natürlich schlau sein und dürfen uns nicht provozieren lassen, aber wir wollen natürlich auch hart spielen, ja, und vor allem ein bisschen mehr Intensität in das Ganze reinbringen, aber das ist halt, dafür muss halt jeder Einzelne bereit sein. Du sagst, Freitag, Dragan fehlt, sind wir auf morgen oder auch aufs Wochenende? Ja, wir hoffen immer Day by Day, aber es sieht nicht so gut aus. Ja, Dragan do you think it's more a mental problem or what are the reasons? It's hard to pinpoint one exact reason. Anytime you lose games, it becomes harder and harder to dig out of that hole. Some stuff could be mental, some stuff could be things we talked about. We had a meeting today in the locker room and we got some stuff on the table that I think you should see in tomorrow's game. I think we're gonna come out and play. Today was one of our best practices we've had in a very long time, I think, and the plan now is for that to carry over to the game tomorrow, and I think you're gonna see a completely different game than you have the last 2-4 games, or what has it been. Well, what did you think against Crowley when you get a goal after 67 minutes? Well, is that maybe a problem, especially for this game? Say that again? After 67 seconds? Okay. Yeah, any... kind of problem. we talk before every game to have a good start. That's emphasized almost every game. And yeah, to get scored on the first minute, 2 minutes, that's not the ideal start. But as hockey players, we know that the game is 60 minutes, and we still have 58 minutes to make up for that. Did we do it against Straubing? No, we didn't. But it's not the ideal start, but we still should have enough time to make up for that, and we just didn't get it done for the full 60 minutes. We did not
play a great game. And ideally, you never want to get scored on first minute or two. You never want to get scored on first to begin with. You want to get the first goal no matter when it comes. So that's just one little thing that we need to you know, turn the tide, and if we start getting that first goal, then yeah, going back to your last question, then maybe it is a mental thing and we get a little confidence, and we also talk about momentum. Mm-hmm. You know, hockey has swings, positive, negative, and if we are able to get that first goal, we can hopefully ride that momentum a little bit more and get this thing turned around. But then it seems that it's mostly a problem at home. It seems to be that way, yeah. And I don't have an answer. Yeah. If I had an answer for that, we would stop it immediately and it'd be fixed. It wouldn't happen again. Hockey's a funny game sometimes. Okay. Der Mannschaft hat darüber gesprochen worden, oder versucht zu analysieren, warum die Fans sich jetzt so verhalten, wie sie sich verhalten. Wenn man das mit vorher vergleicht, dann haben die ja eigentlich fast bedingungslos hinter der Mannschaft gestanden, obwohl die Ergebnisse teilweise noch schlechter waren. Also die Frage wäre, ist das so eine Geschichte, dass die Fans spüren, dass die Mannschaft tatsächlich mehr kann, mehr anbieten könnte, würde und es nicht macht? Kann ich sagen, weiß ich nicht, wie das jetzt von der Seite aussieht. Aber letztendlich sind wir ja da nicht, um jetzt irgendwas zu diskutieren, was wir nicht beeinflussen können. In der Mannschaft, wir fokussieren uns auf das nächste Spiel und das war's. Ich meine, was wir betonen können, dass wir wirklich die Fans auch brauchen und dass wir mit den Fans und füreinander und miteinander auch Siege einfahren wollen und alle feiern können. Und nicht jetzt, da gibt es wahrscheinlich ein bisschen eine Spaltung zwischen den Fans oder zwischen der Mannschaft und den Fans, weiß ich jetzt nicht. Weil ich fokussiere mich jetzt nicht darauf, weil irgendwann müssen wir jetzt, aber letztendlich brauchen wir die Fans und die Fans brauchen uns und das muss jedem klar sein. Und während des Spiels müssen die uns unterstützen, egal was passiert. Und das war ja auch eigentlich von Beginn der Saison schon Anfang klar, dass wir nur miteinander weit kommen können. Und dass es jetzt so zustande gekommen ist, ja, Gründe, weiß ich nicht. Tim, when you were in Ingolstadt and you won the cup, that very year, there was also, under the season, huge fan protests and stuff like that. Not that I want to say you're on the track to a championship right now, but do you see parallels in the two situations? I wouldn't say in the exact situations there's parallels. Even in Wolfsburg last year, we went through a stretch where I think we lost six or seven in a row. And in both those situations, we stuck together as a team. As professional players, we know right now we're not getting the job done. And we have to figure that out and stop it the sooner the better. I said already, when you go on a losing streak, it's one of the hardest things is to stop that, I'll say it in English, a snowball effect. As a snowball rolls down, it keeps getting bigger. And yeah, I can draw parallels to that, but each year, each situation, every team is different. And right now we just, it's on us to dig ourselves out of the hole that we've put ourselves into. We still have, you know, 27 games left, which is easily plenty of time to get hot and play to our potential. So
I definitely see. We have the ability to do it, and now it comes down to us as professionals just to get the job done. Habe jetzt hat der Tim gerade euer Gespräch angesprochen in der Kabine, Mannschaftssitzung, Teamsitzung. Was war denn so dann das Endergebnis? Oder gab es irgendwie Schuldzuweisungen untereinander? Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, letztendlich müssen wir ja irgendeinen Weg finden, da rauszukommen. Das versuchen wir auch, dass wir miteinander reden und die Probleme besprechen und die lösen. Das ist ganz normal, in jedem Team ist das auch so. Und wir haben jetzt unter der Mannschaft auch ein paar Mal gesprochen. Und jetzt ist auch ein Zeitpunkt, wo alles dann auch auf den Tisch gelegt wurde. Ja, ob das hilft, müssen wir sehen, weil wir haben alle Sachen angesprochen, was wir tun müssen, was wir besser machen können. Ob das gelingt, muss jeder Einzelne dann auch dafür verantwortlich sein und dafür auch stehen. Fandst du heute auf den Morgen schon entschieden? Gelb Beispiel. Nochmal von meiner Seite nochmal abschließend zu sagen, wie die Jungs auch sagen, wichtig ist, weil wir auch sagen, dass wir als Team spielen. Ja, das natürlich wird von mir vorgeben und ist meine Aufgabe, wie wir spielen. Ja, aber jeder Einzelne, ja, und das haben wir auch nochmal angesprochen, jeder Einzelne, vor allem in einer Situation wie dieser, muss sich daran halten, ja, egal wie er heißt, ja, egal was er in seiner Karriere schon erlebt hat. Erfolg können wir nur als Team haben. Ja, und da können wir alle zusammen und wir wissen, wie es geht, wir haben es auch schon gezeigt. Und, aber es reicht halt nicht, dass wir uns zu 90% daran halten, sondern es muss halt, jeder muss bereit sein, wie habe ich gesagt, jeder Einzelne ist dann auch gefragt, von mir angefangen, ja, bis zum letzten Spieler, dass er 100% Commitment hat, dabei zu sein. Ja, und das ist, denke ich, das Wichtigste, weil dann, wenn wir die Basis haben, dann können wir unsere durchaus vorhandene Stärke unser Talent auch besser nutzen. Aber jeder Einzelne muss es machen. Nicht 90, nicht 95%, 100%. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall, dann bedanke ich mich einerseits bei den Gesprächspartnern, andererseits für ihr Kommen und wir sehen uns ja wieder am Sonntag um 14 Uhr gegen Mannheim. Tschüss.